Schon wieder Perlmutt Akademie. Das war am letzten Part genauso. Was ist los? Ich will mal eine andere Map. Okay, naja, wobei, ja, wir waren ja schon in der Buggelwaldpiste, also es ist ja nicht so schlimm. Jetzt wird ein anderer Soundtrack. Wieder was Spezielles. Die beiden Soundtracks, weil, wie gesagt, die habe ich mir schon etwas vorher gegönnt. Also, sie hören sich gut an, sind interessant. Und dieser Soundtrack ist, keine Ahnung, das hört sich so ägyptenmäßig an, so, wie kann man das so erwähnen? Ich komme gerade nicht drauf. Na, ich bin übrigens jetzt hier mit dem Profi-Kleckser unterwegs, den habe ich mir dann doch so auf die Schnelle mal gegönnt. Damals noch in Splatoon 1, ich konnte mit der Waffe einfach gar nichts, warum auch immer, ich konnte die einfach nicht spielen. Aber jetzt so im ersten Teil ging die wenigstens. Komm, nur Hitmarker. Nee, wobei ich habe mal getroffen. No, nice. Ich habe übrigens Regenschauer und so, ne? Wollen wir was mal aktivieren? Ich meine, jetzt muss eine komische Bombe mal weit entfernt weg. Ich mal, du bist jetzt hier getroffen, irgendwie. Ja, hat schon was gebracht, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das hört sich so ein bisschen so. Okay, jetzt nicht, aber. Aber vorhin gerade so. So Anfang des Tracks hat so ein Ägypten-Feeling irgendwie von diesen komischen Filmen oder so. Ach, ich rede irgendwie gerade nur komplett im Dünnschiss, das habe ich nur so gerade das Gefühl. Komm, Freiwischen! Wunderbar. Wäre ich jetzt gestorben, wäre das einfach nur richtig peinlich gewesen. Ah, komm schon, wird er von den Raketen getroffen? Auf jeden Fall wird er das. Oh. Also wir haben auf jeden Fall schon mal einen Gewinn in der Tasche, aber ich will nicht so viel versprechen, es kann ja noch alles passieren. Und das in der letzten Minute, ist meistens immer so. Ja, hier, jetzt gehen's ab. Ah, kann lieber ein bisschen aufpassen, komm her. Nice, wunderbar. War zwar ein kleines bisschen zum Campen, aber Campen ist, wenn man die ganze Zeit nur auf einer Plattform stehen würde oder irgendwo anders. Ja, jetzt will er sich verpissen. Komm, krieg ich ihn. Ja, wunderbar. Machen wir nochmal Regenschauer hier. Lass uns nochmal regnen. Irgendwie, mich wird das die ganze Zeit übelst triggern. Ich weiß auch nicht. Das wird mich immer so ein bisschen aufregen. Ah, jetzt ist gerade hier. Bisschen zu viel weiß. Das müssen wir noch verhindern. Wo kommt der Roller auf einmal her? Okay, warum frage ich das überhaupt? Hier ist ein bisschen zu viel weiß. Und ja, wir sind gerade ein bisschen überhand. Wobei es auf der Map übelst klar weiß ist, ne? Und hier in-game so, keine Ahnung, so eine Mischung aus weiß und beige. Irgendwie so ganz komisch. Ja, komm, Lucktreffer. Aber so wie es aussieht, wird weiß gewinnen. Das sieht nicht gut aus. Oh shit. Ich habe keine Tinte. Okay, gut. Ich glaube, das haben wir wieder verloren. Kann das sein? Oh, knapp. Naja, vorbei. War überhaupt nicht knapp. Wir haben das Ding locker in der Tasche natürlich, ne? Wunderbar. War 6 Kills, 2 mit dem Tintenschauer. Oder einfach Regenschauer. Oder einfach nur Regen. Wie auch immer. Ist auch egal. Dann nochmal ein bisschen Punkte kassiert. Das Bestfest-Shot kriegen wir auch noch mal voll auf jeden Fall, denke ich mal. Wenn wir das voll haben, können wir das in Set eintauschen. So, bekommen dann die Fragmente. Wenn wir halt 2000 Münze bezahlen und nicht sonst wie immer 20.000, aber egal, nicht so viel langes Rumgerede, fangen wir an in der nächsten Runde. Wandelzone, nice, wird doch mal Zeit. Jetzt will ich genau wissen, wie die Map erstmal hier im ersten offiziellen Splatfest aussieht und wir haben einen interessanten Gegner mit Tactic John Swag. Alles klar. Und dann guten Soundtrack, so wie sieht so die Map von der ersten, okay. Sie soll sich auf jeden Fall bewegen. Das wurde auf jeden Fall gesagt. Ey, die sieht so nice aus. Ist auf jeden Fall richtig geil. Aber ist auf jeden Fall cool. Weil, wie gesagt, ich soll sich ja in jedes Bett fest ändern. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt auf die anderen Varianten. Oh, kriegt doch einen Hitmarker. Was ist los? Ja, benutzt noch dein Ding. Ich hab's jetzt kurz vergessen. Ich bin jetzt gerade übelst hart konzentriert daran, jetzt hier bis zum Fanclub bei der Leiter zu spielen. Komm schon, wo bist du? Ja, es ist halt
zwar jetzt keine Schwierigkeit, aber weil sich hier die zwei Plattformen hier, Alter, hier bewegen, ist es auch schon recht gut für ein paar Vorteile. Irgendwas auf jeden Fall wird schon gut daran sein. Alter, was ist los, Mann? Wollt ihr Stress? Ich habe hier einen guten Regen, wenn das gut trifft. Nein. Es hat nicht getroffen. Toll. Ich habe keinen Aufklatscher gehört oder irgendwas ähnliches der Fall. Ich habe nichts gehört. Ist das nur so, weil sich die Plattform bewegt? Oder warum ist das gerade ein bisschen hart am Lecken? Alter, kann der mal aufhören, Mann? Der campt hier gerade ununterbrochen. Hab ich so das Gefühl. Schon was hat der Typ mit dem Kleckser? Ist aber unerzogen. Aber man sieht hier auf jeden Fall, dass es ganz klar beim Octo Valley. Hat das was mit Marina zu tun? Das Bild in der Mitte formt ja die Figur von Marina. Ich könnte es ja darauf andeuten. Eventuell. Weil sie ist ja ein Octoling und so. Ey, das ist wieder derselbe Typ, kann das sein? Nee, es ist ein anderer, aber trotzdem. Ach man, das sieht nicht gut aus. Aber wenigstens habe ich schon mal die Wandeltunnel schon mal gesehen. Das ist jetzt wunderbar, wenigstens. Freut mich schon ein bisschen. Alter, was ist denn los mit der Tinte, ey? Die Bibel schnell leer. Kommt Feuer. Ey! Warum immer nur von hinten? Ach ja, der Swaggige auch noch. Na wunderbar. Ach du Scheiße, das sieht nicht gerade gut aus. Das hat der Mittelpunkt irgendwas bedeutet. Ah ne, das war noch was anderes gewesen. Was damit nichts zu bedeuten hat. Aber die Stage ist nice. Okay, die haben noch wieder. Alter, nur von hinten! Alter, verpisst euch! Komm, hier noch einer. Weg mit dir. Bringt zwar leider sowieso nicht so viel. Aber wir können ja noch so viel retten wie möglich. Hör auf, du dreckiger Sniper. Ja, du hast richtig cool gefühlt, ne? Ah. Ich glaube, das haben wir auch verloren, ne? Kann das sein? Aber wobei, wir haben es nochmal versucht, alles Mögliche zu reißen. Es kann nochmal den Sieg einleiten. Geil. Wunderbar. Läuft doch sehr gut. Ja, ja. Wunderbar. Geil. Auch immer her mit den Siegen. Ich brauche die Punkte. Wunderbar. Wunderbar. Ja, dann geht's weiter in der nächsten Runde, würde ich sagen. Und dann haben wir wieder das Glück, in der Wandelzone zu spielen. Wunderbar. Und wieder mit dem Gegnerteam. Bis jetzt läuft, war die ersten Matches waren auf jeden Fall im Eigenteam. Ja, manchmal ist es so irgendwie, dass das Spiel manchmal irgendwie nicht rafft. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum das manchmal so ist, aber wird schon irgendwelche Gründe haben. Das Spiel braucht zu lange, um irgendwelche Gegnerteams zu finden. Deswegen fischt es einfach irgendwelche im eigenen Team raus. Das ist vom Profi-Klexer, die Tinte so hart leer geht, ne? Das ist ja bestimmt etwas übertrieben, ne? Man muss hier aber trotzdem mal ein kleines bisschen aufpassen. Ja, fühl dich cool. Ja, genau. Ist klar, ne? Ja. Das werde ich mir in Zukunft merken. Man muss wirklich überall darauf achten. Verpiss dich, was ist los? Okay, ich hab ihn. Bin zwar auch gestorben, aber ich hab ihn wenigstens. Ja, toll. Es ist zwar cool, dass es jetzt wieder so gute Soundtracks wieder gibt, aber es ist kein Hate. Es ist kein Hate, aber passt das überhaupt so richtig oder so zum Splatfest? Ich weiß es nicht. Mir gefallen die Soundtracks wirklich. Aber passt das zum Splatfest? Na, geht gut. Im ersten Teil beim Final Splatfest mit Kali und Marie, beziehungsweise wie sie bei uns heißen, Aioli und Limone, gab es ja auch, ich glaube, so ein spezieller Soundtrack, der hier nochmal mit abgespielt wurde. Komm, ich krieg dich noch. Wunderbar. Ich muss jetzt so gerade auf die Offensive gehen. Und nicht der vorherige schon etwas permanent auf den Arm gegangen ist. Das war ja nicht die ganze Zeit, aber der mit seinem Schwapper. Okay, ich kann ja leider nicht so viel ausrichten, aber ich kann ihn wenigstens sehen. Wenn ich treffe. Der will's aber wissen, ne? Der will's wirklich wissen. Ich muss jetzt so machen. Wenn ich es weit weg entferne,
werfen würde, dann wäre es wahrscheinlich irgendwo im Untergrund versunken. Alter! Was Schluss mit dem Schwabber, ey? What the fuck? Aber sieht gut aus. Ah, wobei. Es schwankt immer. Manchmal steht Gefahr da und manchmal nicht. Das Gegnerteam übernimmt langsam die. Geil. Übernimmt langsam die Gegenhand. Der eine hat einfach so gerade selbst Leben genommen. Ja, kann man auch machen, ne? Also, wenn man sich gebacken kriegt, irgendwie sich selbst einzueliminieren, dann nimmt man sich auf jeden Fall das Leben. So leicht kann es auf jeden Fall gehen. Und du gehst mal bitte sterben, wenn das geht. Okay, die Reichweite, ja. Er zieht sich etwas zurück. Komm schon. Komm schon. Ja, willst wissen, ne? Ich merke das schon. Ah, der Schwab hat hier nichts zu melden. Ihr habt alle hier nichts zu melden. Ich gehe ja schon. Da war hier nicht einer. Ja, ich bin schon wieder der Typ in der Abwasch. Ja, komm. Komm. Komm her, den hab ich schon gekillt zum Schluss. Oh. Sah es jetzt wieder gut aus oder? Ah, ein bisschen zwiegespalten. Oh, oh. Und? Ach, warum beschwere ich mich überhaupt? Das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Das ist jetzt nicht euer scheiß Ernst. What the fuck, man? Was war ein Sieg? Ich hätte doch mal Punkte bekommen können. Oh. Ich habe die Punkte doch bekommen. okay, dann. Ja, beschweren kann ich mich da. Sehr weniger. Auf jeden Fall. Wunderbar. Ja, dann gibt's auf jeden Fall noch ein Match, auf jeden Fall. Ja, zum Glück habe ich die Punkte bekommen. Also, wir sehen uns gleich in der nächsten. Ja. So, diesmal hoffe ich nicht auf einen DC. Das wäre perfekt. Okay, die Powerpunkte interessiert mich manchmal eigentlich nicht so krass, aber na, okay, 1900, vielleicht wird es etwas schwer. Es wird wahrscheinlich etwas schwer. Aber ich möchte mal kurz zu den Zufall-Naps sagen, also generell nicht jetzt auf die aktuellen. Und zwar behaupte ich jetzt auf jeden Fall jetzt so ganz krass, wenn die Maps nicht zufällig ausgewählt werden, sondern wie in Mars zum Beispiel so selbst ausgewählt, würde jeder, oder sagen wir mal zu 95%, okay, ich habe noch gekillt, obwohl ich mich so krass in die Enge getrieben habe, gefühlt irgendwie so ähnlich in der Art, habe ich noch gekillt, wunderbar, aber um auf Punkt zu kommen, es würde jeder, safe, jeder, also halt jetzt nur vom Splatfest gesagt, jeder die Wandelzone nehmen, weil wie gesagt, es ist eine exklusive Map. Also, ach so, das sind nur diese Punkte, da, wo man da hinspielt. Ich dachte schon, ist das ganze Gegnerteam da oben und campt? Ich dachte schon, what the fuck, Alter. Das ist ja mal übelst übertrieben, lächerlich, richtig lame. Na, ja, komm schon. Okay, einen habe ich wenigstens schon mal getroffen, das ist gut. Ja, die Triggerwolke versucht alles zu reißen. Es ist einfach zwei Leute campen. Der Pinsel hat da unten nichts zu suchen. Der kann in weiter Entfernung einfach gar nichts. Naja, okay, der eine versucht jetzt hier hart. Wie hat er mich doch getroffen? Sprengler. Sprengler. Okay, wartet mal. Es sind auf jeden Fall Dullis. Auf jeden Fall, das ist mir klar. Habe ich gerade richtig gesehen? Da waren Zahnbürsten drauf? Na komm! Kill dich einfach selber. Jetzt warten nur dort, dort. Na, ah, komm schon. Nein, warum? Verdammt. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber ich habe es schon wieder vergessen, weil ich schon irgendwas anderes gelabert habe. Naja, okay, gut. War bestimmt nicht irgendwas Wichtiges gewesen. Wenn ich überhaupt irgendwas ansprechen wollte, ich weiß schon gar nicht mehr. Einmal, hier, der Segensphäre-Prinzip, komm. Ich klatsch dich. Ja, okay, dann halt doch nicht. Boah, ja, genau. Gammel erstmal nur ganz oben auf dem Pinsel, wo ein Pinseltyp da oben nichts suchen hat, wegen der Reichweite, aber gut. Und kommt auf einmal so übelst. Ja, fühl dich cool und treff mich doch dabei. Ja, aber krieg nur einen Hitmarker. Geil, fühl dich cool, ne? Geil, wunderbar, ist doch schön. Cool, ne? Ja, wunderbar, hier, ich geb dir's. Ich quitback dich zu Tode. Ey, das ist alles voll von diesen Kunden. Ich wollte was anderes sagen, aber ich habe auch Verhältung.
Was macht der Max, Mann? Du sollst gefälligst mitmachen und nicht quickbacken um dein Leben, weil du nichts kannst oder was? Alter, was ist los mit euch, Junge? Übertreibt doch nicht so. Chillt euer Leben. The fuck? Okay, das haben wir auch so verloren. Weil das Gegnerteam so richtig räudig war, aber übelst. Holy fucking shit. Das war heftig. Das war wirklich heftig. Der Max hat einfach nichts gemacht. Weil er wahrscheinlich so schlecht ist. Sich einfach rausgehalten hat. Ja, mir fehlt noch ein Punkt. Ist klar, wahrscheinlich. Gut. Dann war es hier in dem zweiten Part und wir sehen uns so schnell wie möglich dann im dritten Part wieder. Vielleicht sogar wieder mit einer neuen Waffe. Nee, wobei ich werde ja wieder mit den Dullis arbeiten. Ist besser. Ja, dann sehen wir uns dann wieder in dem dritten Part. Also bis dann und ciao.